Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video für euch und heute möchte ich euch Produkte zeigen, mit denen ihr euch abschminken könnt. Ihr solltet euch bitte, bitte, bitte jeden Abend abschminken, Leute. Das ist super, super wichtig, damit eure Haut gereinigt wird, aber ihr solltet euch auch so jeden Abend die Haut reinigen. Und ich dachte mir, ich zeige euch heute mal ein paar Produkte, mit denen ihr das machen könnt. Das ist auch so ein bisschen von Typ zu Typ unterschiedlich, was man so mag. Experimentiert da einfach mal ein bisschen rum. Schreibt mir doch sehr gerne auch mal unten in die Kommentare, womit ihr euch aktuell abschminkt und was ihr auch alles so probiert habt, was vielleicht auch euer Go-To ist. Gebt dem Video auch gerne einen Like, denn das Kommentieren und das Liken, das wird auf jeden Fall dafür helfen, unsere Reichweite als Community immer größer zu machen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir dieses Jahr noch die 1000 Abonnenten knacken könnten. Und deswegen, falls du meinen Kanal gerade erst kennenlernst und dir mein Content gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir dieses Abo dalässt und wenn du anschließend das kleine Glöckchen hier unter dem Video einmal aktivierst. Dann bekommst du jedes Mal noch eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir online geht. Und das alles kostet dich auch gar nichts. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, welche Produkte das sind, welche ich euch gern vorstellen möchte, dann würde ich sagen, bleibt jetzt dran. Als allerersten Step meiner Reinigungsroutine nehme ich mir mein Make-up ab. Und das ist wirklich ein völlig separater Step. Dabei versuche ich vor allem bei den Stellen sehr intensiv mir das abzunehmen, wo das Produkt auch ja, relativ fest dran ist. Das heißt, meine Augen, meine Mascara, auch meine Augenbrauen, dadurch, dass ich sie fixiere, aber auch mein Mund, da versuche ich auf jeden Fall, mich darauf zu konzentrieren, aber auch so nehme ich auf meinem ganzen Gesicht mein Make-up ab. Und ich mache es immer so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob ich ein wasserfestes Make-up trage oder ein nicht wasserfestes. Wenn ich ein wasserfestes Make-up trage, funktioniert für mich dieses Produkt hier am allerbesten. Das ist ein Augen-Make-up-Entferner. Remover von Maybelline. Wie ihr sehen könnt, der hat so zwei Phasen und der hat so eine ölige Phase, mit dem ihr eben dieses wasserfeste Produkt sehr gut entfernen könnt. Und wenn ihr das schüttelt, das müsst ihr natürlich einmal vorher schütteln, wenn ihr das schüttelt, dann wird es eben so, geht es so alles ineinander und das funktioniert bei mir wirklich richtig gut. Ich muss mir dafür ein Wattepad nehmen, weil ich natürlich auch nicht einfach ein Stück Stoff hinterher wegschmeißen muss, nur weil ich das eben damit verwendet habe. Das heißt, wenn ich wasserfestes Make-up benutze, vor allem aber eben wasserfeste Mascara, dann verschwende ich auch Wattepads. Ich gebe mir das drauf, drücke es mir eben richtig gut aufs Auge, lasse es richtig schön einwirken und dann nehme ich es mir eben so mit leichter Hand ab. Seid dabei auf jeden Fall vorsichtig mit eurer Haut, mit euren Augen. Das ist eine sehr empfindliche Stelle des Körpers und deswegen kann ich auf jeden Fall dieses Produkt sehr empfehlen. Und dann gibt es eine Reihe weiterer Produkte, die ich empfehlen kann, wenn ihr euch euer nicht wasserfestes Make-up entfernt. Zum einen habe ich hier ein Micellenwasser von Garnier. Wie ihr sehen könnt, das hat auch zwei Phasen. Eine ölige Phase und mit dem kann man angeblich auch Waterproof Make-up ganz gut entfernen. Ich muss sagen, für mich hat das nicht so gut funktioniert. Vielleicht habe ich aber auch nicht lang genug gewartet mit dem Draufdrücken. Ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren. Auf jeden Fall riecht es richtig, richtig gut. Also ich mag das wirklich total gern. Ja, wie gesagt, es ist immer so ein bisschen natürlich auch, was euch gefällt, was eurer Haut gefällt, was auch ja, euch mit eurer Haut und dem Make-up zusammengefällt. Probiert es mal aus. Ich kann es persönlich sehr empfehlen. Ich finde, es riecht sehr, sehr gut und ich werde mir, also ich benutze aktuell noch einige andere Produkte. Ich habe, wie ihr sehen könnt, auch immer mehrere Produkte, mit denen ich mich halt auch abschminke. Und deswegen wechsle ich auch immer wieder zwischendurch ab. Aktuell versuche ich aber, ein Produkt leer zu machen. Und zwar ist das dieses Produkt hier. Das ist so eine Make-up Remover, ja, mehr oder weniger wie so ein Gel, wie so eine Creme. Das kommt hier eben in so einem Cremetiegelchen. Das ist von Sassy Beauty. Sassy Beauty ist ein deutsches Unternehmen. Und das ist ohne Animal Testing, vegan und Clean Beauty. Das heißt, das ist wirklich nur drin, was eure Haut braucht. Und das hat so einen richtig schönen Glow. Das ist ja 3-in-1 Glow Cleanser. Und ich halte es mal ein bisschen näher hier ran. Ihr seht auch, dass es schon ganz schön leer ist. Das gebe ich mir halt relativ großzügig auf die Wangen, auf die Nase, aufs Kinn, auf die Stirn und dann auch relativ große Tröpfchen auch auf meine Augen. Und dann massiere ich mir das eben einmal so richtig schön ein. Das heißt, ich breche damit einfach mein Make-up auf. Das ist auch ölbasiert. Und das Schöne ist bei ölbasierten Produkten, deswegen solltet ihr auch immer ölbasierte Produkte verwenden, um euer Make-up abzunehmen. Ölbasierte Produkte
brechen euer Make-up auf. Das heißt, das, was ihr eben so schön fixiert habt die ganze Zeit, den Morgen über oder wenn ihr euer Make-up aufgetragen habt, das brecht ihr einfach auf. Und deswegen eignet sich so ein Produkt wirklich sehr gut. Ich glaube, Sassy kann man auf jeden Fall auch noch kaufen. Das ist nicht günstig. Ich versuche euch auch mal eine etwas günstigere Variante, ein ähnliches Produkt ein bisschen günstiger auch unten zu verlinken. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, benutze ich im Moment fast täglich. Dann gibt es auch auf jeden Fall ein Produkt, was nur auf Öl basiert, und zwar ein Make-up-Entfernungsöl oder Make-up-Entferneröl. Das ist hier von Alverde und das soll man sich eben eigentlich auf ein Wattepad geben und sich dann eben das Make-up abnehmen. Ich persönlich muss aber sagen, es funktioniert bei mir besser, wenn ich es direkt auf die Hände aufgebe und dann so ähnlich wie dieses Produkt hier einfach so richtig schön verreibe und damit mein Make-up aufbreche. Anscheinend kann man auch mit diesem Öl sehr gut wasserfeste Mascara abnehmen. Ich persönlich habe es bisher noch nicht so gut ausprobiert, dass es bei mir auch funktioniert hat. Ich werde es aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Und genau, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Hier sind 6 hochwertige Öle drin und genau, es entfernt einfach von eurer Haut auch wieder das Make-up recht schonend, weil es das Make-up aufbricht und ihr nicht sehr viel Reibung braucht. Und ja, das ist deswegen auf jeden Fall auch ein Produkt, was ich empfehlen kann. Und dann gibt es noch so Reinigungsmilche oder Milchs oder was ist die Mehrzahl von Milch eigentlich? Eine Reinigungsmilch, das gibt es von Balea, das gibt es von Alverde, das gibt es wahrscheinlich von fast jeder Marke, die eben auch ja, solche ähnlichen Produkte auch produziert. Das ist eben zum, ja, wie so eine Creme, kann man fast schon sagen. Ich swatch euch das mal hier auf meinem Handrücken, damit ihr sehen könnt, wie das aussieht. Das sieht wirklich aus wie eine Creme und damit könnt ihr auch wirklich Produkte sehr gut aufbrechen wieder. Also das wäre auch wieder ein Produkt, was ich auf die Hände direkt auftragen würde und mir dann eben in die Haut einmassieren. Das riecht auch sehr angenehm, es ist auch mit Wildrose und ist auch richtig sehr schön zur Haut. Es pflegt eure Haut gleichzeitig auch. Das heißt, ne, ich creme mir das jetzt einfach auch so richtig schön einmal mit auf. Ich würde das aber tatsächlich nicht auch, also das würde ich tatsächlich auch nicht mit einem Pad verwenden. Das habe ich schon probiert. Das hat bei mir nicht so gut funktioniert. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich habe es jetzt auch mal wieder beiseite gestellt, weil ich, wie gesagt, jetzt auch erstmal was leer machen möchte. Grundsätzlich kann ich sowas empfehlen, weil es wirklich sehr sanft zu eurer Haut ist. Dann machen wir mal weiter mit der Reinigung eurer Haut. Auch wenn ihr euer Gesicht nicht geschminkt habt, solltet ihr euer Gesicht jeden Abend reinigen, weil es einfach den Tag so ein bisschen wegnimmt. Eure Haut fettet über den Tag sehr stark. Wenn ihr rausgeht, dann werdet ihr natürlich auch mit Abgasen, mit allem möglichen Staub und so weiter in Kontakt kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr eure Haut jeden Tag, am besten morgens und abends, eure Haut reinigt. Ich mache das wirklich jeden Tag. Aktuell mache ich das noch mit diesem Waschgel hier. Das ist eins von Alverde, Naturkosmetik, und das ist ein Hydro-Waschgel mit Meeresalge. Das hat so eine ganz gelige Konsistenz, wie ihr vielleicht auch erkennen könnt, und ist für normale und Mischhaut. Ich verwende das aktuell unter der Dusche oder eben auch so, wenn ich mich abschminke oder wenn ich halt dann eben einfach auch die Reste abnehme. Und ihr werdet feststellen, dass da wirklich auch, obwohl ihr vorher schon euer Make-up abgenommen habt, nochmal sehr viel runterkommt. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall, so ein Produkt zu verwenden. Biokosmetik komme ich persönlich sehr gut mit klar. Ich weiß, dass manche das auch nicht so unbedingt gut vertragen. Ich muss sagen, wie gesagt, ich kann es empfehlen. Ich mag es. Ich habe es auch schon nachgekauft. Das ist jetzt auch schon meine zweite Packung. Es hält auch wirklich relativ lang, bei mir ein halbes Jahr bestimmt. Und deswegen kann ich sagen, würde ich es auf jeden Fall euch empfehlen, sowas auszuprobieren. Ein anderes Produkt, was auf den Einsatz wartet, was ich aber schon mal ausprobiert habe, ist dieses hier. Das ist auch ein Waschgel und zwar von COSRX. Ich weiß nicht, wie man diese Marke genau ausspricht. Das ist Korean Beauty, das heißt auf jeden Fall auch Clean Beauty. Und das habe ich von Yestermeer zugeschickt bekommen. Und das ist ein Good Morning Gel Cleanser. Low pH. Also eure Haut hat einen anderen pH-Wert als Wasser. Wasser hat den pH-Wert von 0 und die Haut hat, glaube ich, einen von minus 5. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich versuche es euch mal rauszusuchen und jetzt auch hier oben reinzuschreiben. Und das führt dazu, wenn ihr eure Haut mit Wasser wascht und natürlich auch durch die Tenside, die in den Reinigungsprodukten drin sind, dass euer pH-Wert der Haut runtergesetzt wird. Und das führt häufig auch dazu, dass die Haut so ein bisschen spannend und so ein bisschen trocken sich anfühlt. Und indem ihr so ein Produkt hier verwendet, und ich muss wirklich sagen, das funktioniert auch,
das hat eh schon einen geringeren pH-Wert, fühlt sich eure Haut nicht so angespannt an. Die Haut fühlt sich auch weich an, die Haut fühlt sich frisch an. Das Produkt riecht auch ganz angenehm, so ein bisschen kräuterig. Da sind auch wirklich nur natürliche Produkte drin. Ist halt auch wasserbasiert und so weiter. Also es ist wirklich ein sehr schönes Produkt. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten. Die Produkte von dieser Marke kann ich wirklich nur empfehlen. Ich verwende gerade alles Mögliche davon. Und ich muss wirklich sagen, ich bin Fan geworden von Korean Beauty auch allgemein. Und als letzten Step eurer Reinigung solltet ihr, und ihr merkt, ich reinige mein Gesicht wirklich sehr intensiv, solltet ihr auch noch sowas hier verwenden. Oder das ist das, was ich verwende und das, was ich euch empfehle. Und zwar ist es ein Micellenreinigungswasser. Das verwende ich, nachdem ich mich komplett gewaschen habe, einfach mit einem waschbaren Pad, mit einem Lappen, wie auch immer, etwas Weiches aus Mikrofaser. Das feuchte ich erstmal an und dann gebe ich mir so ein Produkt nochmal drauf, einfach so ein, zwei Spritzer, und damit gehe ich mir auch nochmal richtig intensiv, einfach auch vor allem hier an die Haarlinie und so weiter, denn das ist das, wo ich oft merke, auch wenn ich denke, ich bin sehr, sehr gründlich gewesen. Trotzdem geht da immer noch mal was mit von ab. Ich gehe damit auch noch mal so richtig schön an die Augen, um mir wirklich auch den Rest von der Mascara abzunehmen. Gehe noch mal über die Lippen drüber und das bringt wirklich auch noch mal richtig, richtig viel. Also da kommt trotzdem immer noch mal was ab. Und das ist auch wirklich das Einzige, wenn ich das nochmal mache, wo ich dann am nächsten Morgen eben einfach auch nichts mehr habe. Hinterher nach einem Micellenwasser auf jeden Fall bitte die Haut auch nochmal mit Wasser abwaschen. Denn da sind auch Tenside drin. Auch wenn es ein Naturprodukt ist, auch wenn es Naturkosmetik ist, da sind Tenside drin. Und Tenside sind halt Seifenbestandteile. Das heißt, die lasst ihr sonst einfach in eure Haut. Und wenn ihr hinterher die Pflege drauf gebt, dann arbeitet ihr die so richtig schön rein in die Haut. Und das wollen wir nicht. Deswegen nehmt hinterher einfach nochmal Wasser, gebt es über eure Haut, wascht es ein bisschen ab, trocknet eure Haut vorsichtig mit einem Handtuch ab, was ihr nicht öfter als einmal verwenden sollte, zumindest die Stelle des Handtuchs. Ich persönlich mache es immer so, ich nehme solche kleinen Handtücher und benutze dann eben jede Stelle nur einmal, drehe es dann um, benutze es nochmal und dann kommt es ab und sofort in die Wäsche. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Tipp, den ich euch geben möchte. Aber das sind so meine Steps, wie ich mich jeden Abend, wenn ich Make-up abnehme, eben inklusive dieser Produkte reinige, aber sonst eben auch jeden Morgen und jeden Abend mit einem Gel und hinterher noch mit einem Micellenwasser, hinterher schön mit Wasser abnehmen. Das sind die Tipps, die ich euch heute geben wollte. Das ist heute eher ein kurzes Video geworden. Ja, und das sind jetzt erstmal so die Produkte, die ich aktuell so immer mal wieder verwende. Ihr könnt mir super gern, wie gesagt, mal unten reinschreiben, welche Produkte ihr verwendet. Ich versuche euch mal so einen schönen Mix von Produkten auch unten zu verlinken in der Infobox, falls ihr sie nachkaufen möchtet. Wenn ihr meine Links verwendet, dann bekomme ich auch einen kleinen Betrag ab, zumindest von den meisten Links. Und schreibt mir doch sehr gerne auch mal unten in die Kommentare rein, ob ich vielleicht meine Reinigungsroutine auch mal für euch abfilmen soll. Dann mache ich das auch sehr gerne mal. Einfach auch so wirklich mit allen Produkten, die ich euch gezeigt habe. Einfach vielleicht wie so einen kleinen Vlog, wo ich jeden Tag dann das auch mal ein bisschen anderes mache. Könnt ihr mir sehr gerne unten mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das möchtet. Ja Leute, das wäre heute auch tatsächlich schon das Video. Das war heute kurz und knapp. Ich wollte euch heute gar nicht so viel erzählen. Ich wollte euch einfach nur ein paar Produkte zeigen, die ihr verwenden könnt, um euch, wie gesagt, richtig schön gründlich zu reinigen. Ich bitte euch auch wirklich nochmal inständig euch jeden Tag das Gesicht zu reinigen, morgens und abends, mindestens mit einem Waschgel, aber gerne auch nochmal zusätzlich mit einem Micellenwasser. Wenn ihr Make-up auftragt, solltet ihr auf jeden Fall auch so diese 2 bis 3 Schritte machen. Schreibt mir doch auch mal, ob ihr schon mal so eine Reinigungsbürste ausprobiert habt. Das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe ja auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch sehr gerne auch nochmal unten. Da habe ich mal so ein Gerät für 4 Wochen getestet und habe euch auch gesagt, ja, wie das für mich so funktioniert hat und ob es für mich funktioniert hat. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch wieder viel, vielmals fürs treue Zuschauen bis hierhin. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Video mit euch. Und bis dahin sage ich erstmal bis bald. Bye bye.